Das ist Lena. Und Lena hat ein Problem. Sie möchte ihr Lieblingssofa aus dem Haus ihrer Mutter in München in ihre schöne neue Wohnung in Hamburg transportieren lassen, verzweifelt allerdings am Preis. Die örtlichen Speditionen, die sie bisher angerufen hat, haben für diesen Transport viel Geld verlangt. 480, 530 und sogar 650 Euro. Und das kann sich Lena nun wirklich nicht leisten. Was soll sie also tun? Lena stellt eine Anfrage auf Anyvan und hat dadurch Zugriff auf tausende von Speditionen, von denen einige in dieselbe Richtung fahren wie ihr Sofa. Und wenn diese doch sowieso nach Hamburg fahren, dann müsste sich das doch auch im Preis niederschlagen, oder? Tut es auch. Und Lena kann nun die Angebote auf Anyvan vergleichen und mit dem Bewertungssystem von Anyvan eine fachkundige Entscheidung treffen. Lena entscheidet sich für das Angebot von Alex. Auf Anyvan akzeptiert sie sein Angebot, macht eine kleine Anzahlung und ruft ihn an, um einige Kleinigkeiten abzuklären. Anyvan. Gut für Lena, gut für Alex, gut für uns alle.